Hallo, herzlich willkommen zurück zur GBL Season 3 Spieltag 7 mit Jeremy. Hallo. Hallo. Wir sind wieder zurück gegen ein wunderbares Team, dazu kommen wir gleich. Oh Gott, ich bin halb müde, weil wir sind jetzt gerade Sonntagabend. Deswegen kommt das Video auch erst dann, wann es halt rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich es Montag, Mittwoch oder erst nächste Woche Samstag mache. Eins von denen wird es sein. Ja, wir sind back. Relax, Lexus. Ich glaube, wir müssen nicht viel sagen. Langsam weiß man, was in unserem Kader ist. Und ja, Jeremy. Gucken uns unseren Gegnerkader an. Das ist die Camping Shackles, geführt von Florian und Brot. Nice. Ja. Hast du irgendwelche Worte zum Kader? Hast du jetzt drauf angeguckt? Nein. Ja, perfekt, ich übernehme ab hier. Perfekt, ja. Der Kader von Florian und Brot ist halt so eine Sache. Ich mag ihn, aber auch irgendwie nicht, weil die Idee hinterm Kader fand ich eigentlich ganz cool. Nur finde ich, ihm fehlt halt viel zu viel. Kein Steel-Type, kein Ground-Type, kein Fire-Type. Tut weh. Das tut weh. Pokémon kann einfach wirklich insane aussehen. Durch kein Steel-Type sehen ist halt, oh mein Gott, Hilfe. Und ja, insgesamt, theoretisch 3 Evolit-Nutzer. Ne? Ist auch so ein bisschen, 4, wenn man ehrlich ist. Sie haben 4 Mons, die nicht voll entwickelt sind. Wenn man halt Togetic, die Vorentwicklung von Miss Mages, diese und Tangela. Dann halt 2 Dark-Types, 2 Fairy-Types. Und insgesamt, es überschlägt sich viel. Aber was mir gefällt, ist der Speed, muss ich sagen. Insgesamt, ja, hätte man besser lösen können, aber mal gucken, wie es läuft heute. Denn wir kommen jetzt zu unserem Kader. Den kennt man schon, muss man nicht sagen. Beziehungsweise unsere 6 Pokémon, die wir mitnehmen, ich will es trotzdem erklären, Jeremy. Wir fangen an mit Freya, Aromatis, Keyberry. Mit was Aroma wählt? Ich muss gleich nochmal gucken, ob wir die Fähigkeit. War Aroma wählt oder Healer die richtige? Ich glaube, Aroma wählt war die richtige Fähigkeit. Ich guck nochmal gleich drauf. Ja, komplett für Steph mit Draining Kiss, Call Mind, Aroma Therapy und Thunderbolt. Insgesamt, wir können fast alles machen mit 1v1. Let's fucking go. Black Kuko. Unser Kyurem ist back. Expert Belt und ein D-Dance Set mit Dual Wingbeat, Dragon Claw und Iron Head. Wir kommen rein, drücken einmal D-Dance, wenn wir einen Hit überleben und nehmen mal irgendwie 3 Mons raus. Tada! Twitch-Fort ist auch wieder dabei, komplett, also sehr spät-Steph, aber insgesamt ein bisschen splittet mit der Payapa-Beere, also die Anti-Psycho-Beere, mit Ice Beam, Earth Power, Toxic Spikes und Dragon Tail. Finde ich eigentlich ganz fresh. Kale kommt wieder mit. Klassisch, heute mit Toxic statt Heatwave, kein Steel-Type, kein richtig guter Grass-Type. Aber ein Ice-Type. Ja, beziehungsweise, ja, aber ein Ice-Type, den wir auch, gegen den wir nicht drinbleiben können, weil der eine Prio hat, die uns sehr, sehr Damage macht. Ne? Also, deswegen insgesamt, wir brauchen die Feuerattacke nicht, wir haben keine richtig guten Feuerschwächen. Insgesamt, die Feuerschwächen haben auch eine Flugschwäche, beispielsweise Buzzwool oder Tangela. Unser Bedrock kommt wieder mit, diesmal defensiv endlich, nämlich speziell defensiv und ein bisschen physisch defensiv mit Spikes, Stealth Rocks, Stone Edge und Toxic. Actually, wir können einfach Hazards legen AF, weil wir gesehen haben, die haben keinen guten Hazards Removal. Und Worse in Paris. Paris. Gut, danke. Gut gemacht, Jeremy, dass du auch mitgemacht hast. Bin sehr motiviert. Wir haben unser Chimecho mit wieder, mit Quicklaw, tatsächlich wieder. Mit Wish Protect, Dazzling Gleam und Light Screen. Das war's zu uns. In unserem Kampf. Willkommen! Wir sind da. Shuckle ist nicht dabei. Yay! Angela ist dabei. Was fehlt noch? Warte kurz. Gucken. Suicune ist nicht dabei. Niesel ist nicht dabei. Irokix ist nicht dabei. Eigentlich. Bis auf Buzzwool und X-Buzz sieht's geil für Freya aus, oder nicht? Ich sehe jetzt halt hier nicht deren Rocksetter so ein bisschen, außer Diancie.
Wir könnten überlegen, wird sie hier mit Crustle einfach leaden, damit wir Rocks, Stealth Rocks, Stealth Rock Spikes und alles rausbekommen können? Eigentlich? Oh. Sieht das doch ganz geil aus. Wir warten einfach auf die. Also, einfach Crustle, oder nicht? Hab ich schon gemacht. Ich warte. Aber perfekt. Naja, wir schreiben trotzdem. Okay, fun. Muss sich immer wieder bremsen, indem ich das jedes Mal schreibe. Kein Bock auf Strikes habe. Außer unser tolles Mod. Ja! Okay, ich drück auch einfach mal. Weil ich für mich. Junge, ich hab schon die ganze Zeit gedrückt, wir warten auf die. Alles gut, alles gut. Also, Jerob. Weil, guck mal, ich sehe jetzt hier nicht so. Ich will halt herausfinden, was für ein Crawbat und Buzzwood ist. Wenn wir das haben, können wir halt mit Freya eigentlich easy. Eigentlich Sweet durchgehen. Rückhund ist halt nicht dabei, das ist halt geil. Wir haben halt jetzt zum ersten Mal den Affen nicht mit, ne? So. Ich hab persönlich ein bisschen Angst vor dem Tieren. Ich hab. Sad, aber wir haben Tox. Ich weiß es nicht. Kann mal kurz gucken. Gegen Klasse. Macht es mit Diamond Storm recht okay, Damage. Wird basically, wenn sie Diamond Storm. Ich weiß nicht, wenn die Anzi drin ist. Die Anzi müssen wir halt so ein bisschen. Probably zum Iron Head. Eins geht. Könnten ja. Gibt es einen Mann, was Kyurem hier one-hitten kann? Ja, Latios. Wegen Latios sollten wir so. Wir können Latios Matoxen. Wenn Latios und Dings drin sind. Wenn Latios drin ist, Matoxic. Ah. Und sonst eigentlich immer Rocks oder Spikes. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir mit Passe leaden wollen. Kannst du nochmal zurücknehmen kurz? Okay. Weil ich überlege gerade. Siehst du den Latios Lead? Weißt du, was ich hier sehe? Ich sehe einfach einen Ladebildschirm. Was meinst du? Ich warte und warte und warte. Ja, aber wir haben jetzt auch zurückgenommen. Nein, bei mir ist er noch drin. Also nimm mal kurz zurück mit. Krasse. Nein! Weil. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht was anderes schlauer wäre. Du musst mir jetzt sagen. Siehst du Krasse, dann drück nochmal doch drauf. Aber wenn nicht, überleg gerade, ob vielleicht Dings schlauer wäre. Ah, nee, komm, Krasse. Dann safen die. Wir werden schon nichts. Das heißt, wir gehen jetzt doch wieder mit Cross rein. Danke. Okay. Wir haben die Stone Edge. Stone Edge mal. Oh, finally! Es ist X-Bud, oh Gott. Stone Edge! Warte, noch nicht. Bitte. Wie hieß X-Bud nochmal? Crobat. Crobat. Stirbt hier fast an der Stone Edge. Und die haben keinen Steel-Type, wir können hier aber auch Tox. Nee, Toxic. Nicht. Wir könnten. Siehst du ja einfach Stone Edge. Stumpf. Einfach stumpf Stone Edge drücken. Was mit den Rocks?
Eben. Wenn sie rauswechseln, drücken wir Rocks. Wenn nicht, dann... Und jetzt besser. Wir haben noch nichts gedrückt, das heißt, ich drücke jetzt mal Cancel. Stonehenge, ich habe Cancel, dann drücke ich mal Stonehenge und warte. Und was würden die reingehen? Ein Boss-Hole wahrscheinlich. Buzzwool kriegt halt gut Schaden von Stonehenge. Rocks an sich sind halt gut, damit der ein Sash weg ist. Obwohl, von. Guck mal kurz, Buzzwool, wie kriegt der von einem Stonehenge? Eher Damage. Was sagst du? Hm? Stonehenge oder Rocks? Ich hab doch jetzt schon Stonehenge gedrückt. Okay, gut. I don't know, weil ich denke mir halt nur, Crobat macht uns nicht. Kann hier auch einfach die Rocks rauslegen, ne? Hat das irgendein dummes Set? Crobat, hast du irgendwie hier? Thought Dance. Ja, Nasty Plot. Ich drück U-Turn, okay. Der Chip da, Buzzwool kommt rein. Stonehenge Mist, egal, passt. Komm. Wir drücken hier eigentlich Toxic. Ja. Da. Und Buzzwool sich setupen? Das ist jetzt die nächste Frage, die ich mir. Hat Buzzwool Sword Dance? Er hat's nicht. Der Power-Up-Punk. Das hat Bulk ab. Könnten hier nicht ganz auf Mega Pidgeot raus, leider. Wird das Ding toxen, eigentlich. Einfach Toxic drücken. Okay. Ich will den Toxic am... safesten eigentlich. Die werden jetzt hier nicht nochmal in Crobat reinkommen. Niemals. Wir müssen Angst haben, dass wir irgendwie Attack invested sind. Wir haben safe was gegen Bass. Wir könnten auch Acrobatics dabei haben, ne? Weiß nicht, ob die das checken. Okay. Ja, ich find's gut. Warte mal, wie viel Damage hat der U-Turn gemacht von Ding? Robert. Das ist ein Jolly. Jo. Kein Attack Invest Jolly. Also, das ist also kein Attack Boosting Item Jolly, das ist probably Heavy Duty. Und jetzt von denen kommt. Foxy kommt. Doch, wir würden Stonehenge tanken. Wir würden noch ein Stonehenge tanken. Nee, das könnte ein Mineral sein. Ich guck kurz nach. Ganz kurz. Stonehenge ist halt. Wer hat Schaden auf Stonehenge gemacht? 47,7, Mann. Die sind defensiv. Die haben keine Attack Invest. Als das kann dann auf der Range gehen. Warte, wie viel Damage haben wir haben defensiv invested, probably für Staff oder spät Staff 1 nochmal. Heißt eigentlich, können wir Aromatis reinschmeißen und Träume eindrücken? For free? Eigentlich? Schon, oder? Hm? Aromatis jetzt rein? Why though? Das kann. Die können zwar Iron Head dabei haben, aber ohne Attack Invest mit dann noch K-Berry
sind wir halt, tanken wir das einfach weg und können uns setupen. Mit Aromatis, warum sollten wir es dann nicht tun? Keiner. Okay. Gehen jetzt hier doch safe auf noch eine Stone Edge. Warum sollten sie jetzt hier raus? Mist sogar. Und er misst sogar. Und ich weiß nicht. Und das ist ein CM. Das ist CM, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass er gemisst hat. Weil ich hätte jetzt schon gern schon jetzt die Plus 1 gehabt. Egal. Wir haben jetzt ein Free CM. Ja, ein Free CM. Robert kann uns nicht one-hitten. Ist ja am besten, wenn sie jetzt U-Turn drücken. Ey, wenn die jetzt hier U-Turn drücken, dann Free. Free. Victory. Cringe. Einfach Command. Kennen die an. Yancy Haze. Haze. Jetzt hast du das mal. Wir machen wir auf Yancy. Hoffen wir mal, dass es für Steph ist. Aber insgesamt, wir gehen hier doch weiterhin einfach auf einen CM oder nicht. CM? Ja. Moment. Kann das Iron Head? Das. Wenn das physisch ist, drückt das kann kein Iron Head, das kann kein Poison und Iron Move. Wir gehen hier auf CM. Komm. Auf. Okay. Oh. Ich bete gerade einfach, dass irgendwie, wenn sie Toxic drücken, wäre das so gut, weil wir dann einfach im nächsten Turn Aromatherapie drücken. Dann halt ein CM würden wir halt immer angechippt werden, aber irgendwann können wir halt Draining Kiss drücken. Wir sind hier jetzt plus 1. Gegen den Dianzi 1. Ich habe jetzt hier ein Spätz der Feed. Machen wir nicht viel. Auch auf plus 6 machen wir nicht. Bis Steph. Keine. Plus wir gewinnen halt eigentlich, weil das Ding hat nichts zum. Wir haben halt Draining Kiss. Ja. Du hast. Du hast CM gedrückt. Ja. Okay. Können ja auch offen sein. Ich zwar nicht. All possible. Yancy könnte hier halt auch selber ein Call Mindset sein. Iron Defense bringt den nicht. Dort haben die nicht. Dort Dance haben sie nicht. Wir haben kein Bulk Up. Iron Defense Body Press, ich weiß nicht mal, wäre das so schlimm. Wait, also Rose. Okay, sie überlegen. Oh Gott, das macht mich ein bisschen nervös. Aber runterkommen. Gerade sind wir in einer guten Position. Yancy ist zwar scheiße nervig, besonders wenn es jetzt hier Spätzdev ist. Spätzdev. Weil dann halt das Install kommt. Wenn sie hier bis Dev, ist das eigentlich. Wenn sie hier Fist Dev sind, eigentlich legit. Ja. Wir sind wieder da, sie sind in Robert drin. Easy. Das ist richtig doof. Tibi. Robert. Tibi. Ja, Tibi.
Könnt ihr Crosspoint drücken? Macht uns viel Schaden. Wir kriegen Death-Wesen, das Death-Wesen und. Perfekt! Und jetzt können wir eigentlich. So, Buzzwool dürfte uns jetzt genug Schaden machen. Und wir Draining Kissens so ist einfach ja, gegen. Genau. Hätten wir nicht einfach eine Plus Speed Barrier spielen können? Ich glaube, das wäre ein bisschen lieber gewesen. Nee, weil sonst Buzzwool jetzt uns gefehlt hätte. Wir trotzdem langsamer sind. Ja, weil gut. Wir hart wenig Speed. Und der nächste Kill für Aromatis mit Call Mind. Das Schlauste, was sie jetzt hier machen könnten, wäre halt in Yanzi zu gehen wieder. Dagegen können wir aber Draining Kissen. Dauerhaft gefühlt. Wenn sie kein Setup haben. Guck mal kurz, Tangela. Ist auf plus 2 für Steph 2 Hit. Können uns Draining Kissen. Clutch Bomb macht gar nichts. Poison Jab macht auch wenig. Bad Steph können wir halt uns. Halt ein bisschen hochheilen. Wir können halt jetzt eigentlich die ganze Zeit Draining Kiss spammen. Weil Latios stirbt auch. Ich weiß es nicht. Latios. Dex. Macht uns. Schaden. Hat. Das Latios hat nichts, oder? Latios. Müssen wir halt überlegen. Warte, der Crosspoint hat tief. Crosspoint meine ich. Deswegen. 45. Deswegen hätte ich gehofft, dass der Stone Edge vorhin getroffen hätte, weil dann jetzt weniger Schaden gekommen wäre. Weißt du? Ja, gut. Das war eigentlich für die sogar ganz gut. Ja, das war eine High Roll sogar. Habt. Das heißt, er hat probably Heavy Duty Boot. Ja. Gut. Benektik macht auch hier nichts. Wir müssen jetzt halt überlegen, was sie am Schluss machen. Wir haben Aromatherapie, wir können uns gegen Dings heilen. Gegen den Toxic. Wenn sie überhaupt Toxic dabei haben, müssten sie eigentlich mal posten. Buzzwool kriegen wir krass weggechippt. Weil das ist einfach tot, wenn jetzt Yancy jetzt hier so. Yancy, normal, wir sind jetzt plus 1 Death. Wir gehen hier eigentlich auf Draining Kiss einmal. Gucken, was sie drücken. Würde ich sagen. Ja. Draining Kiss. Draining Kiss. Suck. Power Gem kommt. Draining Kiss kommt. Passt. Suck. Wir können weitermachen. Es läuft noch was. Oder. Einfach zacken wir. Oder. Ja, weiter Draining Kiss. Wie viel macht ein TB? Oh, warte mal kurz. Power Gem. Warte, was war Power Gem nochmal? Juwelenkraft. Hat keinen Effekt, okay. Wollen wir nochmal auf CM? Was meinst du? Wie viel macht ein TB? Thunderbolt weniger. Oder doch mehr, aber wir teilen uns nicht mehr gegen. Wegen. Oder warte mal kurz, Power Gem hat 12 gemacht, ne? Power Gem hat weniger, glaube ich, gemacht. Power doch, Gem 12. Hat 12,1 gemacht. Das ist. Ja, das ist ein defensives Wesen. Die haben einen Minroll bekommen. Heilen uns mit. Die haben wie viel? 21? Ja, wir heilen uns eigentlich immer gut dagegen. Wir können jetzt einfach die ganze Draining Kiss drücken. Fleischer kommt. Jetzt haben wir uns sogar noch mehr, noch besser dagegen. Wollen wir noch ein CM gehen, damit wir es komplett tanken? Könnten wir machen. CM. Scheinen nichts zu haben. Aber dann heilen wir uns jetzt noch. Okay.
Gemerkt, wir sind für Steph leichter. Irgendwie vermute ich, dass Buzz wohl keine Attacke, kein Iron Head dabei hat, tatsächlich. Bei PJ. Ich glaube, die haben es wirklich nicht auf. Bestes wäre jetzt, wenn die rausgehen, sogar, glaube ich. Für uns. Clearbody die noch. Ja, okay, wir können die Stats nicht. Leute, Draining Kill. Wir dürfen uns halt nur nicht retten. Wäre so an. Comment gesagt. Ja. Ja. Drück einfach nur mit, weil ich mich ein bisschen sicherer damit fühle. Wir beide so gesagt bestätigt haben. Okay, komm. Boah, das Set hatte ich halt genauso mir eigentlich vorgestellt. Mir war das aber klar, dass gegen Dianzi so ein bisschen ekelhaft wird. Aber ich finde es so gut, dass wir gegen Dianzi plus 2 werden konnten. Robert einfach jetzt tot ist. Auch dass das Leftovers ist. Auch das Bass Ruhe defensiv. Warte, Bass Ruhe ist probably, keine Ahnung, Assault West vielleicht. Das könnte halt. Und nur sein Stone Edge bisher. Ach, zwar. Könnte Assault West sein. Das könnte aber auch. Soll man drücken? Aber auch fürs dann glaube ich. Graf oder so. Hier, Bell. Okay. Die haben den Toxic weggemacht. Perfekt. Richtig gut. Was haben die gedrückt? Hier, Bell. Die haben den Toxic weggemacht. Wir können jetzt Draining Kiss drücken. Ja. Oder warte mal kurz. Nicht mal. Wir können jetzt hier sogar noch mal vielleicht. Ich update noch kurz. Nochmal Call-Mine. Ich update kurz auf 3. Wir können jetzt sogar noch mal Call-Mine eigentlich. Ja. Oder warte mal, nee, warte. Wir drücken ab jetzt Draining Kiss. Vertrau mir bitte. Okay. Ich hab. Ja, genau. Ich wollte sagen. Angela. Nochmal. Okay. Noch ein Draining Kiss. Ja, direkt nochmal Draining Kiss. Aber es wird safe eine Poison Attack haben. Ist egal. Wir haben Aromatherapy. Wir können hoch rein. Wir können uns auf. Synthesis kommt. Die stallen jetzt den Draining Kiss, aber das können sie halt nicht richtig. Wir gewinnen halt den Stall, weil wir langsamer sind. Draining Kiss. Warte, gegen Tangela ist Draining Kiss. Ja. Oder warte, darf ich kurz gucken, warte, bevor du drückst. Der erste Draining Kiss hat 54 bis 63 ungefähr, ne? Der hat 63 gemacht, das war eine High Roll jetzt. Ja, das war eine High Roll, das weiß ich. Ja, 54 bis 63, das kommt dafür, Steph. Die Seeds kommen, ja, Draining Kiss kommen. Jo. Die Seeds, keine Ahnung, wofür die jetzt die Lead Seeds gelegt haben. Die gehen doch irgendwann weg, oder? Lead Seeds gehen nicht irgendwann weg. Nee, wir kriegen jetzt immer Chip ein bisschen, aber. Ja, das ist Draining Kiss. Ne? Wir hätten probably die Draining Kisses ausstallen müssen, glaube ich. Wäre am schlausten gewesen. Buzz wohl kommt, wir drücken hier Draining Kiss. Fuck. Beast Boost. Was? Speed Boost. Draining Kiss. Oh Gott, was passiert? Oh! Oh nein! Oh lol! Stone Edge! Warum das denn, Flo? Draining Kiss?
Adrenicus. Oder, dass ich ein Idiot bin. Adrenicus einfach wieder, ja. Ach, wir zacken uns jetzt durch. Ja, ist true. Wir zacken uns halt wirklich durch, einfach. Ich bin Spätzlef übrig. Schön, dass ein Pokémon, welches ich als erstes gebildet hatte, wo ich wusste, dass es gut klappt, direkt alles hops nimmt. Fall mir gleich raus. Nein. Ich will die 6 Kills an Oromatis geben, Junge. Der hat jetzt an 2 Spieltagen 7 Kills, 11 Kills gemacht, ne? An 2. Top-Killer. Der ist unser Top-Killer jetzt hier. Einfach Training Kiss, let's go. Training Kiss Spam to win. Mehr müssen wir nicht machen. Mehr ist es nicht. Leech Life kommt. Heilen sich noch ein bisschen hoch. Geben uns noch ein bisschen mehr Selbstheilung. Dankeschön. Zuck. Die Leech Seeds gehen ins Nichts. Wir kriegen keinen Chip. Zuck. Fuck. Latios kommt. Wir drücken hier Training Kiss. Und ist es. Leichter kommt, macht gut Schaden. Ich will Latios. Oh, das lebt! Warte mal kurz, das will ich kurz kalken. Ja, ich sag das trotzdem. Warte mal kurz. An. Ah, das kann wirklich überleben, den plus 3. Krass. Okay. Fuck. Zack. Okay, Manectic kommt. Zack. Oh oh. Oh. Fuck. Was? Das tankt zu viel? What the fuck? Es ist trotzdem tot! Aber es ist trotzdem Monatsmilch. Wann tankt mega eine Manectric so gut von dem Dings? Ah, suck. Fuck. Ja, jetzt einfach Draining Kiss. TB? Draining Kiss, vertrau mir. Ich will einfach mit Draining Kiss beenden. Oh nein, die Rocks. Janna, ich hab Angst. Nochmal Draining Kiss. Ich bin doch ein TB in den Draining Kiss. Nee, deswegen. Wir können halt nicht. Wegen Leftovers müssen wir Draining Kiss drücken. Komm her. Weil sonst heilen sie sich zu sehr hoch und wir verlieren das noch. Wir verlieren noch das Mod. Guck, verstehst du, was ich meine? Das wird jetzt halt. Oh, wir haben noch 3 PP. Warte mal kurz. Wollen wir hier rauswechseln? Nein, TB. Okay, TB. Drück. Mach genau gleich, ne? Macht mehr Schaden ein bisschen. Thunderbolt einfach. Dann paaren wir es jetzt. Thunderbolt. Wir müssen gleich selber wieder healen. Ja. Das war ein High Roll. Jetzt ziehen wir uns wieder kurz durch. Einmal heilen, genau. Einmal Draining Kiss. Also, wie viel Leben hat's? Nochmal Draining Kiss. Wir machen jetzt Draining Kiss, das ist alles. Wir verlieren immer 12, ne? Ja. Okay, nochmal Draining Kiss. Fuck, ich glaube, wir verlieren das Mon noch. Lass rauswechseln, ich will das 6-0. Drücken hier Psyshock, ne? Wollen wir paaren? Nee. Ich will das 6-0, bitte. Bitte, Jeremy, lass uns ein 6-0 holen. Welches Mon kommt am safesten rein? Nidoqueen. Das ist ein Psyshock, ne? Weißt du, aber wir haben die Anti. EP. Hey, warte kurz, warte. Hast du schon gedrückt? Nein, ich hab noch nicht. Okay. Für das EP oder Ice Beam? Air Power. Okay. Yes! Easy! Passt doch. Geht doch. Differenz. Hoch. Rotschein, Bitch. Ah, Gott. Ja. Boah, ging ja schnell. Geht so schnell, scheiße. Das war's mit... DPL Spieltag 7, TC 3, ja. Ja, da hast du irgendwas zu sagen außer Suck. Suck.
Zack. Es hat geklappt, alles, was ich wollte. Ja, wieder 5 Kills für Aromatis. Wir sehen uns nächste Woche. So, dann bei mir wieder UPL und TPL. Guck gerne bei Griffin vorbei für UPL und bei Tatu für unseren TPL-Talk. Dankeschön. Tschüss. Sag ciao, Jeremy. Tschüss.